Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Ich zeige euch heute meine ganzen Aufgebraucht-Produkte. Es ist einiges mehr geworden. Ich muss sagen, auch über einen Monat her oder über 2 Monate habe ich, glaube ich, das letzte Video hochgeladen. Und ja, damit das Video nicht lang wird, werde ich das Ganze jetzt schnell im Schnelldurchlauf drehen. So, ich greife einfach mal rein. Einmal habe ich hier den Kanister oder beziehungsweise die Flasche aufgebraucht vom Persil. Das sind 3,25 Liter Universal Kraftgel Tiefenrein Plus hygienische Frische. Ich liebe es. Ich liebe Persil. Und genau, einmal, das habe ich vom Onlineshop. Das sind zwei 3,25 Liter und eins ist gerade im Aufgebrauch, also im Gebrauch. Genau, einmal aufgebraucht. Auch große Liebe. Dann Finish Spezialsalz, brauche ich nicht viel dazu sagen, ist auch wieder neu gekauft worden, brauche ich für meine Spülmaschine. Ich benutze nur die Produkte von Finish. Dann, was ich umgefüllt habe in der Flasche, ist das Frosch vom Frosch, das Glasreiniger, Spiritus Glasreiniger. Ich kaufe immer ja diese Vorteilspack und tue das einmal umfüllen. Und dann kann man das halt zweimal umfüllen und dann beim zweiten Mal ist es leer. Und ja, ich liebe Froschprodukte, deswegen wird auch immer wieder nachgekauft. Ich habe hier übrigens einen gelben Sack vorbereitet und ein leeres Karton fürs Papier. Das landet gleich in den Müll. Dann mehrmals aufgebraucht habe ich von Denkmit Black Sensation Waschmittel für schwarze Wäsche. Ich liebe es, der Duft ist auch richtig gut und genau, muss immer mit. Einmal Weichspüler aufgebraucht und zwar Gänseblümchen und Löwenzahn von Kuschelweich. Ist vegan, ich liebe diesen Duft und den gibt es nur bei Müller Drogeriemarkt. Immer wenn ich mal dort bei Müller bin und dies auch haben, weil manchmal ist es auch ausverkauft, dann nehme ich mir ein oder zwei Flaschen mit. Genau. Ich liebe diesen Duft. Aktuell habe ich eins von. Dann einmal, die Jungs haben das aufgebraucht, deren Zahnpasta von Odilme 3 für den Milchzahn. Das ist bis zu 6 Jahre von Zahnexperten entwickelt. Genau, die haben es sehr gerne gemocht, damit die Zähne zu putzen. Einmal leer geworden. Dann auch leer geworden ist von Finish den Maschinentiefenreiniger. Genau, die Spülmaschinenreiniger, auch leer geworden, benutze ich einmal im Monat. Dann, große Liebe, ich habe per Zufall gesehen, dass DM die Aloe Vera Serie wieder rausgebracht hat und die habe ich natürlich dann mir geholt. Ich habe aktuell nur noch eine Packung, die ist auch fast leer. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich werde es immer jedes Jahr dann immer wieder nachkaufen. Ich hoffe, dass sie irgendwann mal im Standardsortiment bleibt. Dann unsere Zahnpasta ist leer geworden von Oral-B Professional Zahnfleisch und Schmelz Pro Repair. War in Ordnung, aber wir sind jetzt wieder auf unsere Sensodyne umgestiegen. Dann einmal von Blink die Allzwecktücher von Müller. Da sind 50 Stück drinnen in Duftrichtung, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Da steht auch leider nicht drauf. Ja, so sieht die Verpackung aus. War in Ordnung, kann aber mein Allzwecktücher von DM nicht toppen. Dann aufgebraucht sind die Finish Tabs von Ultimate All-in-One mit Zitrusduft. Ich liebe diesen Duft von den Spülmaschinen-Tabs. Das riecht danach so frisch, sauber. Mag ich sehr gerne mehr als die blauen. Genau. Die muss ich dann schauen, falls die wieder mal bei Lidl oder bei Müller im Angebot gibt, werde ich die natürlich wieder nachkaufen. Dann hier einmal White Sensation für die weiße Wäsche. Benutze ich auch immer sehr, sehr gerne. Und einmal aufgebraucht. Hier nochmal eine Black Sensation für die dunkle Wäsche. Dann hier ganz, ganz viel und sehr oft einmal die feuchten Toilettentücher aufgebraucht. Große Liebe, die Kinder, die benutzen nur feuchtes Toilettenpapier, was auch in Ordnung ist.
Und das war jetzt eine Limited Edition. Die waren jetzt leider online ausverkauft. Das heißt, ich muss mal demnächst im DM mal reinschauen und welche holen. Dann Taschentücher, so diese kleinen Taschentücher, die habe ich von Rossmann mitgenommen. Das sind so kleine für Kinder und die packe ich immer gerne in die Schultasche momentan ein, wenn ja, mein Großer schnieft oder eine Schniefnase hat, dass er ein Taschentuch in der Tasche hat. Hier ist noch ein Aloe Vera feuchte Allzwecktücher drin. Das ist eine leere Küchenpapierrolle. Dann habe ich frische Siegel aufgebraucht und zwar den Fresh Lemon Duft. Ich finde den anderen Duft, ich weiß nicht mehr wie der heißt, Floral irgendwas, viel, viel besser. Und ja, da habe ich damals so ein, das war glaube ich so eine Aktion irgendwie so bei der Payback-Punkte. Deswegen habe ich es mir bestellt, aber ist jetzt auch leer geworden. Dann, Gott sei Dank, es wird langsam leer, sind diese Handschuhe, das sind diese PET-Handschuhe in der Größe S, die benutzt man eigentlich fürs Haare färben, fürs, weiß ich nicht, also die sind mir auf jeden Fall zu groß und ich komme damit leider nicht klar, das sind die falschen, ich mag nur die Latex, die Handschuhe und mein Mann hat mir damals 10 Packungen davon bestellt. Und da sind je 100 Stück drinnen und ich habe nur noch eine Packung da. Also die werden langsam leer. Dann Eiswürfelbeutel sind eine Packung leer gegangen. Die haben wir so gesuchtet im Sommer bei den heißen Tagen. Große Liebe, es sind 10 Beutel drinnen. Und ja, werde ich definitiv wieder im Sommer nachkaufen. Ich glaube, eine Packung oder eine halbe Packung habe ich noch. Hier wieder von Kuschelweich meine Weichspüle. Da ist das da aufgebraucht. Also ihr seht, ich liebe die Weichspüle und ja, aufgebraucht. Dann habe ich von Finish die blauen aufgebraucht. Da sind 57 plus 5 Stück, also Zusatz noch da drinnen. Wie gesagt, die gelben fand ich besser. Was haben wir hier? Ah, ich habe da mal von Müller so Schwammtücher gekauft zum Putzen. 3 Stück drinnen. Sind in Ordnung. Kann man sogar bei 60 Grad waschen. Hier auch wieder meine Farb- und Schmutzfängertücher. Dann meine Allzwecktücher in der blauen Variante. Ein Weichspüler. Auch hier. Große Liebe, wird auch mehrmals aufgebraucht, sind die Denk mit Hygienespüler. Entfernt 99,99% der Bakterien, Viren und Pilze. Die Tüte ist schon voll. Dann hier auch wieder feuchtes Toilettenpapier. Ihr seht, wir sind, also wir, beziehungsweise ich brauche sehr viel auf. Und hier meine Lieblingsspülmittel von Aloe Vera, Frosch Spüllotion. Ich liebe es. Aufgebraucht ist einmal von Garnier Ombre Soleil Kids Sensitive Expert Sonnenschutzcreme. Und zwar ist es 50 plus, ein sehr hoher Schutz. Nicht fettend, ist wasserfest und Anti-Sunspray. Habe ich im Urlaub sehr oft benutzt und auch hier. Ich liebe es. Hier auch wieder ein Spülmaschinenreiniger. Das sind halt für 2 Monate waren das. Genau. Black Sensation. Also für die dunkle Wäsche. Dann große Liebe, was ich immer auf, immer nachkaufe, sind die Servietten von Woodward. Ich liebe die einfach. Ich liebe die und die kosten nur 1 Euro und das sind wie viel Stück? 20 Servietten und die Motive sind sehr schön. Die sind auch dick, sind nicht dünn, sind reißfest, richtig toll. Das ist die Verpackung von der Zahnpasta, habe ich euch gezeigt. Dann ganz, 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 ganz viel Bade, Ding, Salzen und so. Da haben wir hier noch eins. Genau, da haben wir hier einmal eine Farbmischflasche
Da hat man mit verschiedenen Farben gemischt und dann hat sich halt dann eine andere Farbe ergeben. Aber mein Großer liebt die Farbe Grün, die Farbe Grün, die Farbe Rot. Und da haben wir immer das halt einfach reingemacht und das ist von Sauberg, gibt es leider nicht mehr. Ich muss schauen, ob es im DM drinnen gibt. Genau, einmal. Dann Badeperlen von Sauber, hatten die auch richtig Spaß dabei gehabt. Schaumbad, richtig Spaß dabei gehabt. Habe aktuell wieder neue bestellt. Schaut dann unbedingt, wahrscheinlich habt ihr schon mein DM-Haul gesehen oder schaut's vorbei. Dann, was mir gerade so schlecht wird, ist dieser Duft. Der ist so eklig, der riecht nach Vanille. Ich schmeiß den gleich weg. Das ist das hier. Ich habe den von Febreze Lenoir. Badlufterfrischer und ich habe den aktuell in Blau, ist auch aber fast leer. Der Blaue ist besser als der Lilane. Bei dem Lilanen, da wird mir immer schlecht. Dann sind es die hier von dem WC-Frische-Siegel. Das ist das, was dieses Lemon-Ding aufgebraucht habe. Da kann man dann halt das in die WC reinstempeln. Genau. Dann einmal das Lieblingsshampoo von meinen Jungs aufgebraucht, von Bellebutton. Babybademaus, Pflegebad und Shampoo. Keine Tränen beim Haare waschen, duschen und so weiter. Von Hebammen entwickelt worden. Genau. Einmal das. Dann Schnellentkalker von Denkmit. Ich liebe es. Es geht ganz schnell, unkompliziert. Und mein Wasserkocher ist danach picobello sauber entkalkt. Zahnpasta von Elmex auch aufgebraucht. Kinderzahnpasta passt perfekt. Auch die Zahnärzte empfehlen das. Das ist einmal unser Zahnpasta von Sensodyne. Wie gesagt, wir sind jetzt wieder von Oral-B auf Sensodyne umgestiegen. Was haben wir noch? Das ist einfach nur ja, der Rest 08. Da haben wir noch ein Knister. Badespaß von den Kindern. Das war auch von Sauber. Genau, dann haben wir jetzt noch der Rest. Und einmal von Asam Beauty das Retinol Intense Konzentrat. Ich benutze sehr gerne Konzentrate oder Serums vor der Tagescreme oder vor der Nachtcreme. Und die ist jetzt auch aufgebraucht worden. Ich fand es sehr, sehr gut. Ups, da ist noch ein Tropfen. Der Duft war richtig gut. Ja, ich kann die Serie Retinol nur empfehlen. Und was ich euch noch empfehle, ist, falls ihr bei Asam Beauty bestellt, kauft es vor Ort bei Müller. Dort gibt es die Produkte viel günstiger als im Online-Shop. Genau. Das war's, meine Lieben, mit meinem Aufgebraucht-Video. Ja, ich fand die meisten Produkte top. Genau, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst meinen lieben Kommentar, einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!